Ja, heute Abend kommen wir zu dem zweiten Teil von meiner Vortragsreihe über den Spiralpfad. Und das Thema für heute Abend ist Shraddha oder Vertrauen oder gläubiges Vertrauen. So, gestern Abend habe ich versucht, so einige Fragen zu klären. Ja? Ich habe versucht, die Frage zu klären, was ist Buddhismus? Wir haben gesehen, dass Buddhismus keine theologische Religion ist. Es gibt keinen Gott im Buddhismus. Es ist auch keine dogmatische Offenbarungsreligion. Es ist keine spekulative Philosophie und auch nicht bloß ein Lebensstil. Ja, Buddhismus ist die Kommunikation einer Erfahrung, die Erfahrung des Buddha. Und es ist eine Einladung an uns allen, um auch diese Erfahrung zu bekommen. Ja? Und der Buddha beschreibt den Weg, die zu dieser Erfahrung führt. Dann habe ich die Frage geklärt, was ist denn diese Spiralpfad? Ja, ich habe über zwei Arten von bedingten Entstehen geredet. Ja? Die Art von bedingten Entstehen, wo alles nur in einen Kreis rumgeht, ohne Fortschritt. Und die Art von bedingten Entstehen, wo jeder Schritt ein Schritt vorwärts ist, wo es Entwicklung gibt, wo es ständige Weitergehen gibt. Also wir haben uns diese zwei Wege angeschaut, Zyklus, dieser Kreisgang, wo man keine Fortschritte macht, und der Spiralpfad, wo man ständig weiterkommt. Das ist wie eine Wendeltreppe, dass solange man auf die Treppe bleibt und vorwärts geht, kommt man eine Stufe höher. Und dann haben wir uns angeschaut, wo diese Spiralpfad denn anfängt. Es fängt an mit Unfriede und Enttäuschung und mit dem Gewahrsein, dass die Ursache von dieser Unfriede und Enttäuschung in uns selbst ist. Dieser erste Schritt, diese erste Stufe, ist das schwierigste Teil vom ganzen Pfad. Und das können wir jetzt hinter uns lassen. Also von jetzt an wird es immer nur besser. Also wie geht es denn weiter? Ja, wir sind zu den Schlussfolgerungen gekommen, dass das normale weltliche Leben, so wie die meisten Menschen das leben, dass das nicht befriedigend ist. Letztendlich nicht befriedigend. Es kann schöne Zeiten geben, aber die sind nicht dauerhaft. Und immer wieder kommen Momente, dass es schwierig ist. Ja, und das reicht uns nicht. Wir wollen gerne dauerhaft glücklich sein. Das ist unser tiefster Wunsch, was von tief in uns selbst rauskommt. Ja, wir wollen gerne, dass es etwas gibt, was mehr ist als diese Samsara. Also, was machen wir dann? Wir gehen auf die Suche. Wir gehen auf die Suche nach einer Alternative. Eine Alternative, die mehr verspricht, als was Samsara uns versprechen kann. Und wir versuchen herauszufinden, was das mehr dann eigentlich sein kann. Das Problem ist, dass wir nicht genau wissen, was wir suchen. Vielleicht sind wir uns überhaupt nicht klar darüber, dass wir etwas suchen. Ja, vielleicht suchen wir nur unbewusst. Also wir haben da keine große Klarheit, das will ich haben, das suche ich. Ja. Wenn wir genau wüssten, was wir suchten, dann würde es nur eine Sache sein, herauszufinden, wo das ist. Und dann kann man ziemlich schnell zum Ziel kommen. Aber in diesen Phasen haben wir vielleicht keine Ahnung. Wir wissen nur, dass es soll etwas mehr geben, es soll noch eine Alternative geben. Und vielleicht wissen wir, dass es etwas mit Spiritualität zu tun hat. Vielleicht wissen wir schon, dass es nicht nur eine neue Hobby sein kann oder ein neues Interesse, sondern dass es etwas sein soll, das uns in unseren tiefsten Wesen berühren wird. Dass es etwas sein soll, das unsere Lebensperspektive nicht nur erweitert, sondern völlig erneuert. Es gibt sehr viele verschiedene Sachen, die man ausprobieren kann. Ja, es gibt eine große spirituelle Markt. Es gibt viele Sachen, die man probieren kann, diese Gruppe. Aber wenn man das macht, dann merkt man wahrscheinlich ganz schnell, dass es sehr viel Schwammiges gibt, sehr viel Unklares. Ja, sehr viel, was nur oberflächlich etwas mit Spiritualität zu tun hat. Also es kann eine Weile dauern, bevor wir etwas begegnen, was das in uns anspricht, was angesprochen werden will. Aber dann auf einen Tag passiert etwas. Vielleicht sind wir in der Bibliothek, in der Stadtbibliothek, und wir sehen auf ein Regal einfach ein Buch über Buddhismus. Und dieses Buch fängt unseren Auge. Ja? Und wir gehen darauf zu, wir nehmen es, wir schlagen es auf
Und wir lesen da über die vier Edelweise. Und wir lesen, dass Samsara gekennzeichnet ist vom Dukkha. Und dann sehen wir etwas, was wirklich uns tief berührt, ja, was uns einen Geschmack von Wahrhaftigkeit gibt. Vielleicht das Erste, was wir in unserem Leben gesehen haben, was wir das Gefühl haben, ja, da wird etwas gesagt, was mich anspricht. Vielleicht anspricht in einer Weise, dass es mich auch schockiert, aber das mich anspricht, weil es etwas Wahrhaftiges hat. Oder vielleicht gibt es einen Tag, dass wir eine Anzeige sehen in einer Zeitung oder Zeitschrift. Eine Anzeige für Meditationsunterricht, ja, in einem buddhistischen Zentrum, ja, in Essen oder in Minden oder in Berlin oder sonstiges. Und wir entscheiden uns, das auszuprobieren. Und wir machen eine Meditation und wir sind von dieser Erfahrung tief bewegt. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir zum ersten Mal wirklich Kontakt mit uns selbst gemacht haben. Vielleicht haben wir das Gefühl, dass wir zum ersten Mal zu Hause angekommen sind. Oder vielleicht passiert etwas anderes. Wir besuchen ein Museum. Und in diesem Museum gibt es eine Statue von dem Buddha. Und wir sehen diese Buddha-Figur und wir werden getroffen von dem Gesicht, von dem Lächeln auf dem Gesicht, von der Ruhe, die aus diesem Gesicht strahlt. Und wir schauen uns das Bild an und wir merken, dass tief in uns etwas bewegt, etwas verschiebt, dass wir eine emotionale Antwort auf diesem Bild haben, was sagt, ja, das ist, was ich suche. Oder vielleicht ist es noch etwas anderes. Vielleicht ist es eine Begegnung mit einem anderen Menschen. Ein Menschen, die uns sehr klar zuscheint. Ein Mensch, der freundlich ist. Der ein klares Bewusstsein hat. Der vielleicht klare Ziele hat. Ein Mensch, der sehr selbstsicher ist, voller Selbstvertrauen. Und allmählich merken wir, dieser Mensch ist Buddhist. Hat schon lange Buddhismus praktiziert. Und wir fühlen uns berührt. Etwas in uns sagt, dieser Mensch hat etwas, das ich auch gerne haben will. Das ich auch gerne entwickeln will. Also in all diesen Situationen entsteht eine Emotion in uns. Eine Emotion, die uns tief berührt. Und diese Emotion wird im Buddhismus Shraddha genannt. Vertrauen. Gläubiges Vertrauen. Also was ist Shraddha? Shraddha entsteht, wenn unser eigenes spirituelles Potenzial, das in uns ist, was immer da war und was ständig da ist, wenn das in Kontakt kommt mit einem spirituellen Ideal. Und sobald dieser Kontakt entsteht, ist da eine Funke sozusagen. Ja? Etwas springt rüber von diesem Ideal, das wir da außen begegnen, zu dem, was in uns selbst ist. Das Spirituelle in uns erkennt das Spirituelle, was es begegnet. Wir erkennen das Spirituelle in dem Buch über Buddhismus, was wir auf dem Regal in der Bibliothek gesehen haben. Wir erkennen es in der Meditation, die wir ausprobiert haben. Oder in dem Lächeln von dem Buddha-Figur, die wir im Museum gesehen haben. Oder wir erkennen es in den Menschen, die wir begegnet haben. Und etwas in uns wacht auf. Etwas antwortet. Vielleicht mit Neugier, vielleicht mit Freude oder mit Faszination. Etwas wacht auf. Und wenn das passiert, dann sind wir nicht mehr die gleiche Person, die wir vorher waren. Etwas in uns hat sich bewegt, hat sich verschoben. Etwas hat sich umgewandelt. Und kann dann nur noch weggehen, kann nur noch verschwinden, wenn wir es verdrängen. Ja? Oder wenn wir es gewollt vergessen. Aber sonst ist es einfach da. Wir wissen, wir haben etwas begegnet, was anders ist. Was das mehr ist, das wir gesucht haben. Vielleicht kann ich hier auch etwas über meine eigene Erfahrung erzählen. Wie ich selbst mit Buddhismus in Kontakt gekommen bin. Ich kann eigentlich sagen, ich war nicht jemand, der bewusst gesucht hat. Ich war nicht auf der Suche nach einer spirituellen Tradition. Aber ich war vielleicht unbewusst auf der Suche. Ich war, in vieler Hinsicht war ich ganz zufrieden. Ich hatte einen guten Job, ich hatte Geld, ich hatte mein eigenes Haus, ich hatte ein Auto, ich war gesund, ich hatte Freunde. Aber da fehlte doch etwas. Aber ich wusste nicht genau, was es war. Aber es ist nicht in mir
hochgekommen. Die Idee ist nicht gekommen, um zu sagen, ich muss mal gucken, ob es vielleicht etwas in der Richtung von Spiritualität gibt. Ja? Ich hatte vielleicht mal einmal oder zweimal Yoga ausprobiert und das fand ich nicht so besonders. Das war kein ehrlicher Yoga. war so mehr ein Entspannungs-Yoga und das war mich alles ein bisschen langweilig. Und sonst war ich nicht weitergekommen. Ich hatte eigentlich ja eher so ein großes Misstrauen Religionen gegenüber. Ja, ich hatte früher, ich hatte eine katholische Erziehung bekommen. Das habe ich ziemlich lange gemacht, so bis 20. Und dann habe ich gedacht, nee, das ist es nicht für mich. Ich kann nicht an einen Gott glauben. Und sowieso, Religion ist etwas, da muss man etwas glauben, was man nicht rausfinden kann. Also man kann es besser vergessen und abwarten, bis man stirbt. Und dann wird man es rausfinden, wie es denn eigentlich ist. Also ich hatte so eine ziemlich emotional kalte Haltung bekommen, auch durch meine Vergangenheit. Und ja, ich war nicht auf der Suche, aber ich wusste, etwas stimmt nicht so genau mit meinem Leben. Und dann habe ich jemand begegnet und in dieser Begegnung hat diese Person mich erzählt, ja, ich habe ein Meditationswochenende gemacht. Und das war bei Buddhisten. Ja. Und mein erstes Gefühl war, ah, nein, habe ich kein Interesse dran, das ist nicht für mich. Ja. Und ich merkte auch, dass ich so ein bisschen dachte, ah, gehört diese Person vielleicht zu einer Sekte, muss ich aufpassen. Ne? Und ja, dann sind da einige Wochen drüber gegangen und diese Person ist dann zu einem langen Retreat gegangen, so ein 10-Tage-Retreat in England. Kam zurück und auf diesen Zeitpunkt war ich in einer ziemlich schlechten Verfassung. Es ist mir in dieser Zeit nicht gut gegangen. Aber ja, ich wusste auch nicht so gut, wie ich mit mir selbst umgehen konnte. Ich sah so ein bisschen in einen Sumpf. Und sie kam zurück, das war eine Frau, und sie sagte dann, dass sie diesen Retreat gemacht hatte und dass es ihr sehr inspiriert hatte. Und ich merkte sofort meine große Zweifel und Ablehnung. Aber dann merkte ich, dass sie positiv war. Ich merkte, dass sie sehr freundlich war, dass sie klarer war als ich, bewusster war als ich. Und das hat mich dann am Denken gebracht. Ja, dann habe ich gedacht, es geht mir überhaupt nicht so gut. Und es scheint ihr gut zu gehen. Wie ist das denn möglich? Und dann habe ich mich so gefragt, ist da vielleicht dann doch etwas drin in Meditation? Ja, ich konnte das Unterschied sehen. Ja, ich hatte diese Frau kennengelernt vor dieser Retreat und dann wieder begegnet nach dieser Retreat. Und ich meinte, sie war anders. Und dann habe ich gedacht, ja, ich soll vielleicht auch einmal so etwas machen. Und ich habe mich angemeldet für ein Meditationswochenende bei einem FWBO. Das war alles damals in Holland. Habe das Wochenende gemacht. Es war eine gemischte Erfahrung. Ja, ich fand es so, ja, ein bisschen eigenartig, muss ich sagen. Meditation dachte ich, naja, da könnte noch etwas dran sein. Aber ich merkte auch, Buddhismus war da auch und Gesprächsgruppen und Vorträge. Und ich dachte, nein, das will ich nicht. Das ist alles nur für Leute, die in Osten interessiert sind, nicht für mich. Ja, also ich hatte diesen großen Widerstand und ich bin dann nach Hause gekommen nachher. Und dann gab es einen Moment, ich stand in meiner Küche und das kann ich mir sehr gut erinnern. Es gab einen Moment, ich stand da, ich habe gekocht, glaube ich. Und es war bewölkt, es war schon ein grauer Tag. Und dann plötzlich kam die Sonne durch, er hat dann in die Küche geschienen. Und dann habe ich angefangen zu weinen. Dann habe ich gedacht, was ist das denn? Was ist jetzt los? Ja, das war Emotion. Und da wusste ich nicht so gut, wie ich damit umgehen konnte. Ja, das war alles neu. Aber was da passierte, war, dass Schade entstand. Ja, auf diesem Augenblick merkte ich, es war nicht sofort auf dem Wochenende, aber nachher merkte ich, da ist etwas mit mir passiert und das ist gut. Ja? Ich bin in Kontakt mit meinen Emotionen gekommen und es fühlte sich als eine große Befreiung. Ja? Und dann dachte ich, da muss ich weitersuchen. Da ist etwas, muss ich weiter klären, muss ich weiter reingehen. Ja? Und das ist so ein erster Moment von Shraddha. Ja? Das ist eine positive emotionale Response, ein positives Antwort auf eine Erfahrung, die man hat. Und dann habe ich auch weitergemacht. Ich werde bald noch ein bisschen mehr darüber sagen. Ja, also diese erste Erfahrung kann so ein Gefühl sein von zu Hause kommen. Ja? Sich selbst wiederfinden. Eigentlich kommen in so einer Erfahrung kommen drei Sachen zusammen. Ja? Es gibt das, was von außen kommt, was diese spirituelle Inhalt hat.
Ja, das Buch, das wir gesehen haben, oder diese Buddha-Figur. Und es gibt das in uns, was das spirituelle Potenzial ist, was sich entwickeln kann. Ja, diese Keim. Diese Keim, die antwortet auf dem, was da begegnet wird. Und das Dritte, was da auch noch dazu kommt, ist diese Funke, die entsteht. Ja, diese Funke, die überspringt. Und wenn wir Shraddha haben, dann haben wir Vertrauen in all diese drei Sachen. Ja. Wir haben Vertrauen in das, was wir da begegnen, was spirituell ist. Wir sagen, ah, da ist etwas. Ja. Dann muss ich weiter gucken. Wir haben auch Vertrauen in unsere eigene Potenzial. Wir erkennen in diesem Augenblick, da ist was in mir selbst, was ich bisher vielleicht noch nicht gesehen habe. Aber ich weiß nicht, was es ist, aber es ist gut. Es ist richtig. Ich muss das weiter untersuchen. Ne? Und es gibt diese Funke, die überspringt. Ja? Und diese Funke, da auch da ist Vertrauen drin, dass das etwas ist, was authentisch ist. Ja? Und es ist sehr wichtig, auch solche Erlebnisse festzuhalten, sie nicht zu vergessen. Ja? Mal wieder daran zu denken. Da war etwas, da ist ein Funke übergesprungen. Das war bedeutungsvoll. Und das halte ich fest. Das ist auch Shraddha. Ich habe gesagt, Shraddha ist auch gläubiges Vertrauen. Und was ich damit meine, ist, dass in Vertrauen gibt es auch ein Element von Glauben. Ja. Am Anfang kann man noch nicht übersehen, was es alles ist, was auf uns zukommt. Am Anfang gibt es viele Elemente, die wir nicht verstehen, nicht umfassen können. Und um erstmal diesen Schritt zu machen, weiterzugehen, das weiter zu untersuchen, gibt es ein Element von Glauben, dass es richtig ist, was wir machen. Ja? Es ist nicht ein unkritisches Glauben, es ist ein Glauben, wo man sagt, okay, ich nehme das erstmal an, um weitergehen zu können, aber ich überprüfe dann, was kommt, ja? Ob das alles stimmt. Das Vertrauen, was entsteht, hat drei Qualitäten, die möglicherweise nicht gleichzeitig kommen, die kommen vielleicht eine nach dem anderen. Die erste Qualität, die am meisten entsteht, ist intuitiv, ist eine intuitive Qualität. Wir können, wenn diese Funke überspringt, können wir am Anfang nicht begründen, warum das so ist. Wir können nicht begründen, warum wir ein Vertrauen drin haben, dass wir da etwas gefunden haben, was richtig ist. Aber wir wissen es innerlich sozusagen. Es gibt ein innerliches Wissen, ein intuitives Wissen. Ah, da ist was. Das muss ich für mich klären. Das ist wichtig. Ja, das ist richtig für mich. Also gibt diese intuitive erste Schritt. Und diese Qualität von Vertrauen, das Intuitive, hat auch ein starkes Element von Verlangen in sich. Das Spirituelle in uns sehnt sich nach Erfüllung, sehnt sich nach dieser Begegnung. Bestimmterweise sind wir wie eine ausgetrocknete Pflanze, die schon monatelang kein Wasser bekommen hat. Ja. Und das Spirituelle, das wir begegnen, ist wie Wasser. Ja, ist wie ein Tropfen Wasser, was wir einsäugen, sodass wir wieder zum Leben kommen. Also diese Art von intuitive Vertrauen wird auch verlangendes Vertrauen genannt. Ja. Es gibt in diesem Vertrauen ein Verlangen nach dem Spirituellen. Dann gibt es eine zweite Qualität, die oft danach kommt. Das ist eine intellektuelle Qualität. Obwohl unsere Vertrauen im ersten Augenblick intuitiv sein kann, ist es wichtig zu überprüfen, ob das, was unser Vertrauen geweckt hat, ob das Vertrauen auch wirklich verdient. Deshalb müssen wir es untersuchen. Ja, wir müssen es für uns klären. Ja, ist das wirklich, was ich suche? Oder hat meine Intuition vielleicht einen Fehler gemacht? Und das bedeutet, jedenfalls für Buddhismus, dass wir versuchen, die Lehre des Buddha kennenzulernen, ja, dass wir anfangen, den Dharma zu studieren, dass wir versuchen, diese Lehre wirklich zu verstehen. Und auch bedeutet das, dass wir in unsere eigene Erfahrung überprüfen, ob das, was der Buddha sagt, auch stimmt, für uns stimmt. Ja. Dabei muss man vielleicht manchmal ein bisschen Geduld haben, weil die eigene Erfahrung ist oft noch nicht so breit oder oft noch nicht so klar. Ja. Braucht man vielleicht das Geduld, die Erfahrung erstmal so zu erweitern, dass wir wirklich überprüfen können, das, was der Buddha sagt, stimmt. Und das Dritte, was dazu gehört, ist, dass wir tatsächlich anfangen, die Praktiken zu üben, die der Buddha gelehrt hat. Ja? Die Praktiken, die der Buddha empfiehlt. Dass wir die anfangen zu üben und überprüfen, ob die Praktiken wirklich das bringen, was sie bringen sollen. Und wenn unsere Erfahrung uns dann immer wieder zeigt,
das, was der Buddha gesagt hat, dass das stimmt, dann wird unser Vertrauen immer stärker. Also das ist das Intellektuelle, was auch dazugehört. Vertrauen ist nicht einfach, oh ja, das wird schon so sein. Nee, man überprüft mit dem eigenen Intellekt, ob es stimmt. Und die Tatsache, dass das Vertrauen dadurch stärker wird, kann ich mit einem Beispiel vielleicht zeigen. Das Beispiel ist, wenn wir wollen eine Reise machen. Ja, zum Beispiel, wir wollen Damaketu besuchen in Gent. Ja? Das ist immer eine schöne Sache, das zu tun. Und wir wissen nicht genau, wie wir da hinkommen. Also wir kaufen eine Landkarte, eine Autobahnkarte. Und das Eigenartige ist, dass wir, wenn wir die Karte kaufen, dann nehmen wir an, dass diese Karte stimmt. Aber wir wissen es eigentlich nicht. Ja? Aber wir haben das Vertrauen, dass diese Karte stimmt, dass diese Karte ausgegeben ist von einem Unternehmen, das diese Karte richtig gemacht haben. Aber lassen wir annehmen, dass wir vielleicht nicht so sicher sind, ja? Dass wir es eigentlich doch überprüfen wollen. Was machen wir? Wir fangen an, mit dem Auto Richtung Belgien zu fahren. Ja? Gibt es erstmal Aachen, glaube ich, und dann geht es weit nach Luik und schneller über Venlo. Okay. Wir machen es über Venlo. Ja? Und wir folgen diese Karte. Und wir merken, je weiter wir kommen, desto mehr Bestätigung finden wir, dass diese Karte auch tatsächlich stimmt. Ja? Diese Karte sagt, nächste Stadt ist Eindhoven. Ja? Und wir fahren weiter und was merken wir? Da gibt es Eindhoven, wie schön. Ja? Also je weiter wir kommen, desto mehr Vertrauen haben wir, dass diese Karte richtig ist. Ja? Und wir fahren einfach weiter, bis wir in Gent kommen und dann haben wir belgische Erleuchtung erlangt. Also das Gleiche machen wir mit Shraddha. Ja? Mit Shraddha, wir nehmen erstmal an, dass was der Buddha sagt, dass es stimmt, aber wir sind bereit, es zu überprüfen. Ja? Und wir machen die Praktiken, die der Buddha uns lehrt, und wir merken, dass diese Praktiken stimmen. Und je mehr wir merken, dass was der Buddha gesagt hat, gelehrt hat, dass es stimmt, desto größer wird unser Vertrauen werden, und wir machen weiter auf diesem Weg, bis wir zur Erleuchtung kommen. Also diese Art von Vertrauen nennen wir klares Vertrauen. Ja? Es gibt eine Klarheit, die unsere Vertrauen unterstützt. Wir sind klar darüber, warum es im Buddhismus geht. Dann gibt es noch eine dritte Qualität, und das ist eine emotionale Qualität. Wenn wir klar darüber geworden sind, was es wirklich ist, worin wir Vertrauen haben, dann können wir mehr und mehr unser Herz dafür öffnen. Wir können neue Ideen zulassen, ja, ohne zu reagieren. Aber manche von diesen neuen Ideen werden schwierig zu akzeptieren sein, ja, weil sie unsere Selbstidentität sozusagen bedrohen. Ja. Buddhismus lehrt zum Beispiel, dass es kein Ich gibt. Das ist bedrohlich. Ja. Also, wenn wir mit so einer neuen Idee in Kontakt kommen, haben wir vielleicht die Neigung zu sagen, nee, das will ich nicht, ja, ich will mein Ich behalten. Ja. Aber dann, wenn wir emotionales Vertrauen haben, dann sind wir erstmal mal offen dafür und versuchen wir wirklich zu verstehen, was das bedeutet. Ja. Und versuchen wir zu verstehen, wie wir dann zu einer Erfahrung kommen können, die ja, ohne Ich ist und viel, viel schöner ist als das Ich-Gefühl, was wir normalerweise haben. Wir sind bereit, neue Praktiken auszuprobieren. Ja? Sachen, die wir niemals gemacht haben. Ja? Neue Meditationen zu lernen. Vielleicht ethische Praktiken kennenzulernen und versuchen wirklich, die durchzuführen. Wir kommen in Kontakt mit neuen Emotionen in uns selbst. Emotionen, die wir noch niemals gespürt haben und vielleicht erstmal verwirrend sind, bedrohlich sind. Ja? Wir lernen zum Beispiel Metta kennen. Metta ist eine große Emotion. Wenn wir wirklich Metta spüren, dann kann das ganz verwirrend sein. Wenn wir dieses emotionale Vertrauen haben, sind wir auch bereit einzugestehen, dass wir vielleicht bisher Sachen falsch gesehen haben. Dass wir die Wirklichkeit falsch wahrgenommen haben. Wir sind sogar bereit, Ideen zu akzeptieren, die uns erstmal sehr fremd vorkommen, ja, oder eher unverständlich sind. Diese Ideen zu akzeptieren in der Annahme, dass es mit wachsender Erfahrung, dass wir dann doch auch ein Verständnis für diese Ideen entwickeln können. Zum Beispiel das Idee der Wiedergeburt. Ja. Buddhismus sagt, dass alle Lebewesen ständig neu wiedergeboren werden. Ja.
das ist eine Idee, was für viele Menschen sehr fremd ist und wo man sehr leicht zu Ablehnung kommen kann. Aber wenn man Vertrauen hat, dann sagen, okay, vielleicht kann ich das nicht sofort akzeptieren, aber ich gebe mich selbst erstmal Raum, nicht Nein zu sagen. Erstmal Raum zu sagen, okay, vielleicht werde ich allmählich in diese Idee reinwachsen und dann vielleicht doch sagen, ja, das stimmt, das kann ich glauben, das kann ich annehmen. Also diese Qualität von Vertrauen ist eine Offenheit und Rezeptivität, die akzeptiert, dass die Wirklichkeit vielleicht anders ist, als wir bisher gedacht haben. Und deshalb wird diese Art von Vertrauen auch offenes Vertrauen genannt. Es haben Qualitäten oft eine nahe Feind und eine ferne Feind. Eine ferne Feind ist das Gegenteil von einer bestimmten Qualität. Zum Beispiel mit Metta, ja, liebevolle Güte, der ferne Feind ist Hass, ist Abneigung. Der nahe Feind von einer Qualität oder Emotion ist eine Charakteristik, die oberflächlich sehr ähnlich ist, aber wenn man genauer zuguckt, dann ist es doch ganz anders. Also der nahe Feind von liebevolle Güte, von universelle Liebe, Metta, ist exklusive Liebe, ja, erotische Liebe. Ja. Man kann es beide Liebe nennen. Aber wenn man genau zuguckt, merkt man, dass es zwei ganz unterschiedliche Sachen sind. Ja. Universelle Liebe schließt alle Wesen ein, exklusive Liebe richtet sich auf eine Person und ist eher egoistisch als altruistisch. Diese Unterschied von nahe Feind und ferne Feind kann man auch machen für diese drei Qualitäten von Vertrauen. Und das bietet einige interessante Einsichten. Erstmal intuitives Vertrauen. Der ferne Feind von intuitives Vertrauen, also das Gegenteil, ist so eine bestimmte Art von Sturheit. Wenn ich sage, nö, das kann ich nicht anerkennen. Ich brauche keine Erleuchtung. Ja. Für mich ist das normale Leben schon gut genug. Und das andere, nee. Also so eine Sturheit, die nicht offen ist. Der nahe Feind von intuitives Vertrauen ist ein Vertrauen ohne Bereitschaft zu überprüfen. Ja. Das ist ein Vertrauen, was sagt, ja nee, meine Intuition ist absolut richtig, brauche ich nicht zu überprüfen. Ja. Ich lasse mich völlig darauf ein. So eine zu zuverlässige Vertrauen sozusagen ist gefährlich. Ja. Weil unsere Intuition kann manchmal daneben sein. Ja. Wir können nicht absolut sicher sein, dass unsere Intuition wirklich richtig ist. Der Buddha hat selbst gesagt, glaub nicht, was ich behaupte. Ja. Überprüfe es. Glaub nicht, was ich behaupte, überprüfe es. Also wenn wir nicht bereit sind zu überprüfen, dann haben wir so einen nahen Feind von intuitives Vertrauen. Auch intellektuelles Vertrauen hat nahe und ferne Feinde. Der ferne Feind ist Skepsis. Ja, das ist so eine Einstellung, wo man schon bereit ist, sich etwas anzuschauen, ja, darüber nachzudenken, aber eigentlich vorher schon die Einstellung hat, nee, das glaube ich nicht. Ich bin da skeptisch. Das ist auch meine eigene Erfahrung mit Buddhismus gewesen. Ich habe gerade erzählt, wie ich mit Buddhismus in Kontakt gekommen bin und dass da mal erstmal die Meditation mich angesprochen hat. Und diese Meditation hat mich dann erst weitergeführt. Aber es hat eigentlich sehr, sehr lange gedauert, bevor ich Buddhismus annehmen konnte. Weil ich war sehr, sehr skeptisch. Ich hatte einfach die Voreingenommenheit, dass ich gesagt habe, Buddhismus ist etwas für Menschen im Osten, ist nicht für Menschen im Westen und die Menschen im Osten verstehen uns sowieso nicht und das kommt alles nicht zusammen. Diese Skepsis kann eine große Hindernis sein, wenn man weiterkommen will. Aber es kann auch nützlich sein. Weil was ich gemerkt habe, was aus meiner Skepsis kam, war ein Verlangen, wirklich zu beweisen, dass etwas mit Buddhismus nicht stimmte. Also die ersten 3 Jahre von meinem Kontakt mit Buddhismus habe ich mich wirklich sehr angestrengt, das herauszufinden, was nicht stimmte mit Buddhismus. So, ich habe angefangen, viel zu lesen, viel zu studieren und immer wieder nachzufragen. Es hat 3 Jahre gedauert, bevor ich zu dem Schlussfolgerung gekommen bin, dass es nicht gab, was nicht stimmte. Und das hat mich ein sehr, sehr großes Vertrauen gegeben. Also manchmal kann so ein Skepsis
auch ganz gut sein. Also wenn ich mir Menschen merke, die sagen, ja, ich bin jetzt nicht so sicher mit Buddhismus, ich muss mir das wirklich anschauen, eigentlich, na, ich bin da eher skeptisch, dann denke ich manchmal, oh, ist okay. Ja. Aber untersuche es wirklich und dann bin ich sicher, dass nachher das Vertrauen kommt. Jedenfalls ist das aus meiner eigenen Erfahrung so. Dann, der nahe Feind von intellektuelles Vertrauen ist eine Art von Intellektualismus. Ja. Man ist schon bereit, intellektuell den Dharma zu überprüfen, intellektuell darüber nachzudenken, die Ideen zu überprüfen, ja, klar darüber zu werden. Aber man geht da einen Schritt zu weit und glaubt, dass das das Einzige ist, ja, dass die intellektuelle Seite von Buddhismus das Einzige ist, womit man sich beschäftigen soll. Und man lässt die Emotionen raus. Ja. Also dann entwickelt sich so eine Art von akademisches Buddhismus. Ja. Man hat das alles im Kopf, aber das Herz ist nicht einbezogen. Und das ist auch kein Vertrauen. Es ist nur ein Interesse. Es ist kein wirkliches Shraddha. Es ist kein Vertrauen im Sinne von Shraddha. Dann emotionales Vertrauen. Der ferne Feind, das Gegenteil, ist Misstrauen. Einfach emotional ganz verschlossen zu sein. Wenn man ein großes Misstrauen hat gegenüber dem Dharma. Und das hilft uns natürlich nicht weiter. Der nahe Feind ist eine unkritische Akzeptanz. Ist so eine emotionale Haltung, dass man sagt, ah ja, Buddhismus ist wunderbar, ich nehme das alles an. Ja? Es ist eine Gutgläubigkeit, eine Blauäugigkeit, eine Naivität. Auch diese Naivität ist gefährlich, weil es bedeutet, dass wir uns nicht wirklich mit dem Dharma auseinandersetzen. Ja, es ist alles so eine rosarote Wolke, worin wir schweben, emotional, aber wir machen nicht wirklich Kontakt. Also wirkliches Vertrauen im Sinne von Shraddha ist bereit zu überprüfen, es ist kritisch und es ist offen. Das sind die drei Hauptmerkmale. Okay, was ist es dann, worin wir Vertrauen haben? Ja, was ist das Objekt von Vertrauen? Bisher habe ich das so ein bisschen ungenau formuliert als das Spirituelle. Aber was ist das Spirituelle? Im Buddhismus kann man das Spirituelle am besten zusammenfassen als die drei Kleinoden. Drei Kleinoden. Das, was kostbar ist. Ja? Das, was das Wichtigste ist für einen Buddhisten. Und die drei Kleinoden sind der Buddha, der Dharma und der Sangha. Also was bedeutet es, Vertrauen zu haben in den Buddha? Es bedeutet zum Ersten, dass wir wirklich darin vertrauen, dass der Buddha so etwas erreicht hat wie Erleuchtung. Dass der Buddha ein erleuchteter Mensch war. Und dass seine Lehre aus seiner Erleuchtungserfahrung kam. Und das, was er gelehrt hat, dass es wirklich auch uns dazu bringen kann, Erleuchtung zu erlangen. Das ist Vertrauen in den Buddha. Aber es hat auch, also das objektive Element ist, dass wir in den Buddha als Erleuchteter vertrauen. Das subjektive Element davon ist, dass wir auch Vertrauen haben in unser eigenes Potenzial, unsere eigene Möglichkeit, Erleuchtung zu erlangen. Ja? Der Buddha in uns sozusagen. Das ist auch Vertrauen zu haben in Buddha, dass ich selbst Erleuchtung erlangen kann. Dann das Vertrauen in Dharma kann man ähnlich wieder ein objektives Element und ein subjektives Element nennen. Das objektive Element ist, dass wir das Vertrauen haben, dass die Lehre des Buddha und seine Methoden, dass diese tatsächlich zur Erleuchtung führen. Dass wenn ich diese Methoden übe, wenn ich diesen Weg folge, dass ich zur Erleuchtung kommen kann. Das ist dann wieder das subjektive Element. Also, ich kann die Praktiken folgen. Ja, und ich kann durch diese Praktiken Erfolg erlangen. Dann Vertrauen zum Sangha ist erstmal Vertrauen in spirituellen Freunden. Freunde, die möglicherweise weiterentwickelt sind als wir selbst. Ja, die uns helfen können weiterzukommen, die uns Unterstützung geben können, die uns manchmal auch Kritik geben können, wenn das nötig ist. Freunde, die uns helfen. Und auch wieder hier gibt es ein subjektives Element. Vertrauen in Sangha bedeutet auch, dass wir Vertrauen drin haben, dass wir selbst ein spiritueller Freund für andere Menschen sein können. Sobald man ein bisschen Erfahrung hat mit Buddhismus, mit buddhistischen Praktiken, kann man schon eine mehr erfahrene spirituelle Freund sein für jemand, die wenig Erfahrung hat, die vielleicht zum ersten Mal mit Buddhismus in Kontakt kommt. Ja. Also, wenn man auf dem spirituellen Weg ist,
gibt es immer drei Kategorien eigentlich von spirituellen Freunden. Eine Kategorie sind diese Menschen, die weiterentwickelt sind als wir selbst, von denen wir lernen können. Eine Kategorie ist Menschen, die von uns lernen können. Und auch eine Kategorie von Menschen, die auf der gleichen Ebene sind als wir selbst und womit wir auch einen sehr sinnvollen und stimulierenden Austausch haben können. Also Vertrauen im Buddhismus ist vor allem Vertrauen in den Buddha, in den Dharma und in den Sangha. Diese Art von Vertrauen hat auch noch zwei Nebenqualitäten und zwei Nebeneffekte, die, glaube ich, auch sehr interessant sind. Wenn wir Vertrauen haben in die drei Kleinoden, was wir merken, ist, dass wir auch mehr Vertrauen haben in dem Leben selbst, im Allgemeinen. Wenn wir einen spirituellen Weg folgen und Vertrauen haben in den drei Kleinoden, dann haben wir das richtige Ziel im Leben gefunden. Und alles andere, was in unserem Leben passiert, wird daran untergeordnet sozusagen. Das wird weniger wichtig. Und das bedeutet, dass die Alltagssachen, die wir so erleben, die bringen uns weniger Sorgen. Wir haben weniger Ängste. Alles wird so in eine breitere Perspektive gesehen. Das Leben ist weniger bedrohlich. Also wir fühlen uns sicherer, wir haben mehr Vertrauen im Leben selbst. Wir können mehr sagen, okay, lass das Leben einfach auf mich zukommen. Ich habe die inneren Werte, wadurch ich gut mit diesem Leben umgehen kann. Und das zweite Nebeneffekt, was sehr stark damit verbunden ist, ist ein Vertrauen in uns selbst. Ein Vertrauen in unser eigenes spirituelles Potenzial, das wir wiederentdeckt haben. Und das bedeutet, dass die eigenen Schwächen und die eigenen Fehler, die werden auch weniger wichtig. Wir beziehen uns auf dem, was am besten ist in uns selbst. Und dadurch wird unser Selbstvertrauen auch wachsen. Wenn wir Metta-Bhavana praktizieren, wird unser Selbstvertrauen wachsen. Ja, warum ist Vertrauen auf diesem Weg, auf diesem Spiralpfad, warum ist das so wichtig? Warum steht es da an der zweiten Stufe? Und man könnte sagen, wirklich, das spirituelle Leben fängt mit Vertrauen an. Und warum ist das so wichtig? Vertrauen bewegt uns. Vertrauen ist eine Emotion. Und Emotionen sind die Sachen, die uns motivieren, etwas zu tun. Also wenn wir Vertrauen haben, dann fangen wir an, etwas zu tun. So, was machen wir dann? Erstmal vom emotionalen Standpunkt her, wir nehmen Zuflucht. Wir nehmen Zuflucht zu dem Buddha, zu dem Sangha, Dharma und zu dem Sangha. Zuflucht zu nehmen bedeutet, dass wir in dem, wozu wir Zuflucht nehmen, dass wir da eine Sicherheit finden. Das Weltliche kann keine Sicherheit bieten. Wir haben gesehen, das Weltliche ist Dukkha, weil es alles vergänglich ist. Es ist nichts Dauerhaftes, nichts Bleibendes. Man kann auf dem Weltlichen nicht bauen. Man kann sich nicht wirklich darauf verlassen. Aber der Buddha, der Dharma und der Sangha sind dauerhaft, sind zuverlässig. Der Buddha ist das Ideal der Erleuchtung, was zeitlos ist, was immer da war, was immer da sein wird und was immer zugänglich ist. Ja, der Dharma, die Lehre des Buddha, hat immer die Möglichkeit, uns zur Erleuchtung zu führen. Und der Sangha, die spirituelle Gemeinschaft, können wir immer ansprechen, um uns auf diesen Weg zu helfen. Also diese drei Kleinoden sind Zufluchte, sind Sicherheiten, die wir, wozu wir uns richten. Und deshalb sagt man, dass der essentielle Schritt, den man als Buddhist macht, ist Zuflucht zu nehmen. Das Englische sagt es noch eigentlich besser, sagt going for refuge, zu gehen zu dem, wozu man Zuflucht nimmt. Also ist eine Bewegung, man bewegt sich zu den drei Kleinoden, in der Richtung von den drei Kleinoden. Praktisch bedeutet das, dass man anfängt, den Dharma zu praktizieren. Und da gibt es drei Hauptaspekte. Man fängt an, Meditation zu praktizieren. Meditation, um geistige Qualitäten zu entwickeln, um Bewusstheit zu entwickeln, Klarheit, Positivität, Freundlichkeit und so weiter. Dann, wenn man Meditation praktiziert, wird man sehr schnell auch klar darüber, dass unser Leben sozusagen, alles was wir tun im Leben, unser Lebensstil, unsere Meditation unterstützen soll. Also wir fangen an, Interesse an Ethik zu entwickeln.
Ja, das Heilsame zu tun, das Unheilsame zu vermeiden. Und der dritte Aspekt von dieser Praktik ist Reflexion. Wir fangen an, wirklich über unsere Erfahrungen zu reflektieren. Ja, über das, was in unserer Meditation passiert, zu reflektieren. Über die Lehre des Buddha zu reflektieren. Ja, was bedeutet das, dass der Buddha sagt, dass alles vergänglich ist? Ja, was bedeutet das, dass der Buddha sagt, dass es kein unveränderliches Ich gibt? Wir fangen daran, darüber nachzudenken. Und durch unsere Reflexion mehr mit der Wirklichkeit in Kontakt zu kommen, klarer zu werden. Ja, zum Schluss, wie können wir Shraddha größer machen? Wie können wir Shraddha wachsen lassen? Wie können wir es vertiefen? Vertrauen in den Buddha kann man sehr gut vertiefen, indem man das Leben des Buddha studiert. Ja, indem man eine Biografie über den Buddha liest. Das ist, finde ich, immer wieder sehr inspirierend. Wenn ich merke, dass meine Inspiration nicht mehr da ist oder schwach ist, wenn mein Vertrauen nicht so groß ist, was ich tue, ich greife ein Buch über das Leben des Buddha und ich lese drin. Also durch alle Sachen, die der Buddha gemacht hat, die Art und Weise, worauf er sich verhalten hat in schwierigen Situationen, die Beispiele, die er gegeben hat, zeigt er, was ein großer Mensch er war, dass er ein Buddha war, dass er ein Erleuchteter war, dass er, die höchste Qualitäten in sich selbst entwickelt hat. Vertrauen in den Dharma kann man vergrößern, kann man stimulieren, indem man den Dharma studiert. Kann man alleine machen, aber was oft noch viel mehr stimuliert ist, den Dharma mit anderen Menschen zusammen zu studieren. Und nicht nur zu studieren, auch zu üben, auch zu praktizieren. Und Vertrauen in den Sangha kann man entwickeln, indem man erstmal in Kontakt ist mit dem Sangha, und in Kontakt bleibt mit dem Sangha und Freundschaften aufbaut. Ja, Freundschaften mit anderen Menschen in dem Sangha. Dadurch wird auch Vertrauen geweckt. Also Vertrauen ist ein sehr wichtiger Schritt auf dem spirituellen Weg. Es bringt uns dazu zu praktizieren und es führt zu Freude. Und Freude ist die dritte Stufe auf dem Spiralpfad. Und darüber werde ich dann morgen reden.